looking for adventure. And whatever comes our way, born to be wild. Dum, 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 dum. Born to be wild. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demolishing Build 2018. Alter. Ja, wie ihr seht, vielleicht habt ihr im letzten Video schon gesehen, ich habe gerade keine Brille, aber das geht auf dem Bau nicht. Ich habe mir schon einen schönen Bauhelm besorgt. Ein schickes Hemd haben wir an. Jetzt brauchen wir aber auch eine Schutzbrille. Und ich hab da mal was vorbereitet. Jetzt sind wir auf jeden Fall gewappnet und geschützt. Und jetzt kann der Lachs wieder löppen, Alter. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall schon ordentlich ein bisschen was geschafft. Wir haben schon ein Haus und einen Saloon abgerissen. Wir haben da die Badezimmer demoliert und alles Mögliche. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn jetzt eigentlich, unser Auftrag hier, du? Eingehender Anruf schon wieder. Oh, Ivan, get to work off, ruf wieder an. Der Ivan geht zur Arbeit, Kopf. Ihr wisst ja, der vom letzten Mal ist ja auch egal. Ach so, du hast also ein eigenes Unternehmen. Bleib meine Kunden fern. Was soll mir das jetzt storytechnisch über das Spiel sagen? Okay, ich kann jetzt hier wahrscheinlich einfach wieder irgendwelche Aufträge annehmen. Entdeckt, alte Tankstelle. Das soll... Oh ja, Tatsache. So, was kann ich hier machen? Oh shit. Der Stadtrat hat uns aufgetragen, die alte und verlassene Tankstelle abzureißen. Wir suchen nach einem Unternehmen, welches Beton- und Holzkonstruktionen entfernen kann. Ah, ich glaube, ich brauche noch einen Abbruchroboter. Das heißt, wir gehen mal eben zum Autoladen. Wo ist denn der Autoladen? Maschinengeschäft. Akzeptar. One, two, three, one. It's a road, Jack. Why don't you come back? No more, no more, no more, no more. It's a road, Jack. Why don't you come back no more? What you say? Ist auch immer schön hier, ne? Also hier ganz alleine in so einer großen Stadt, das Bauunternehmen aufzubauen, die Häuser abzureißen, neue Sachen entstehen zu sehen. Das ist der Spirit. Kann ich hier auch tanken? Ich meine, hier ist NB Fuel. Kann ich hier aktives Tanking betreiben? Drücke Enter, um zu tanken. $1. Gönn? Geil, Alter. Dann geht das mal los hier. Ich würde den gern kaufen. Radbagger? Nee. Ich wollte doch irgendwas mit... Aber der sieht schon so ein bisschen so aus. Abbruch von mittelgroßen Backsteinen und Betonkonstruktion. Graben im Sand. Vielleicht habe ich mich auch verlesen, weil ich keine Brille auf. Preis sehr viel teuer. Bist du sicher, dass du dieses... Ja, 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 gib mal her. So, wie machen wir jetzt nochmal den Führerschein? Dann müssen wir doch hier irgendwie an die Führerscheintafel. So, Prüfung Radbagger. Viel Glück. Akzeptieren. Ach, guck mal, ich kann den Modus hier auch wieder wechseln. Ne? Ist so wie beim Bausimulator. Ich hab's euch gesagt. So, Ziegelsteine mit der Baggerkralle zerstören. Holzwände mit Baggerkralle abreißen. Jetzt brauche ich erstmal eine Baggerkralle, oder nicht? Um das Fahrzeug-Equipment auszutauschen, gehe zum Fahrzeugmenü Escape und wähle und statte das Bauteil aus. Das ist der falsche. Ich sehe das doch von hier. Scheiße. Tieflöffel. 4000? Baggerkralle. Gönn. Ahaha. Guck mal hier. Geilomatico. Hier, guck dir das an, du. Alles wird hier abgeholzt. Guck mal hier, alles abreißen, was nicht nied- und nagelfest ist. Mach weg den Scheiß. Aufgabe erledigt. Oh, weia du. Und jetzt schön mit der Baggerkralle drüber. Schön die Ziegelsteine wegzimmern. Bam. Oh, das... Alter. Alter, ich kann auch beim Fahren, das ist der Next Level Shit. Das löppt. Guck mal, ich kann hier einfach alles zerstören. Beim Fahren. Ist das geil? Ist das geil? Aufgabe erledigt. So, jetzt haben wir einen Führerschein. So. Alle Aufgaben wurden erledigt. Drücke Enter, um abzuschießen. Ehre! So, ich bin der Baggermann, weil ich einmal gut baggern kann. Neuer Notfall verfügbar. Prüfe die Karte. Oh, weia. Unfallstelle? Da müssen wir hin. Es gibt Unfälle. Schnell. Oh, ich bin ausgestiegen. Notfallaufträge sind mehr wert, wenngleich du weniger Zeit hast, um sie zu akzeptieren. Achte auf das Ausrufezeichen-Icon auf der Karte. Alla Ultras! Schalalalalalala. Oh. So, hier ist die Unfallstelle. Hallo. Kuschinski, mein Name. Wo brennt der Schuh? Felsen mit Presslufthammer zerstören. Ich habe keinen Abbruchroboter. So eine Scheiße. Jetzt hab ich das falsche Auto. Hol den Presslufthammer. Wir haben uns. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, dass wir unsere Moneten dafür den Bulldozer-Dingsbums da, für den Baggerkran da, die Baggermaschine, weggedübelt haben.
Ich will doch einfach nur ein bisschen basteln. Goldnuggets sammeln? Du kannst Goldnuggets fördern, indem du Felsen mit deinem Presslufthammer... Mann, ihr mit eurem scheiß Presslufthammer! So, Leute, ich habe mich jetzt dazu entschieden, nochmal den Saloon abzureißen, weil wir bisher einfach die falschen Entscheidungen getroffen haben. Alter, dann haben wir wieder ein bisschen Money. Ja, und dann gucken wir mal. Ich sage euch das, dadurch, dass die Brille weg ist, das macht das alles nicht einfacher. So, hier ist jetzt dieser alte Kack-Saloon. Und der soll abgerissen werden. So, Roswal, Auftrag vorbereitet. Erstmal wieder hier die Sinne aktivieren. Aha, so, gönn. Geil. So, nochmal die Arbeitersinne aktivieren. Da sind noch ein paar Fenster, die müssen weg. Gönn. Aha, aha, aha. Elektrische Leitung abreißen, machen wir. So, abgerissen. Tische und Paletten zerstören. Aha, bumm. Ist ein bisschen anders als im letzten Saloon. Vom Grundsatz her ist der auch ein bisschen anders aufgebaut. Hier draußen sind auch noch welche. Zack, 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 zack. Und gönn. So, Abriss. So, wo ist denn hier mein Schlauch? Ich brauche doch hier wieder meinen Schlauch. Ich sehe da doch schon hier. Schlauch nach links, Schlauch nach rechts. Nach oben und nach unten. Schlauch nach vorn, Schlauch zurück. Wir löschen jeden Funken. Schlauch nach vorn, Schlauch zurück. Wir sind jetzt alle da. Wir sind jetzt bei Kalle. Und sagen Amen. Alles nass hier. Guck dir das an, die Scheiße hier, du. Alles nass. Damit das nicht so staubig ist. Schlauch nach vorn, Schlauch zurück. Und jetzt fahren wir da drüber. Und jetzt gib Gummi. So. Und hier ist gar nichts mit Staub. Guckt euch das an. Guckt euch das Staubometer an. Da hat der Kalle sehr gut die Staubgefahr gebändigt, Alter. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird es noch ein bisschen staubig. Kurz warten. Aber ein bisschen ist immer. Ein bisschen ist immer. Wir reißen den Saloon ab. Guck mal, wie das Geld in meinen Karton da reinfließt. Geil. Das Geld kriege ich ja obendrauf. Das ist ja Trinkgeld. Nope. Alter, lass mich den Scheiß doch abreißen. Hast du die Pfanne heiß, du? Wieso ist hier ein UFO, Alter? Wieso ist hier ein verficktes UFO? Das sollen wir wegschieben, ne? Warte mal, wir machen mal eben hier zu Ende die Wand. Das habe ich eben in der Produktbeschreibung gar nicht gesehen vor lauter Money, die in mein Paket geflossen ist. Letzte Abrissgeschichte, zack. Warum ist hier ein UFO, Alter? Weg. Oh, da ist der Deckel abgeflogen. Aufgabe erledigt. Enter. Hä?